So, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, kleine, aber feine, neue, nicht unbedingt News, sondern eine Kleinigkeit, die ich euch zeigen möchte, denn KoroKoro hat nun selbst einen Trailer zu Pokémon Sonne und Mond veröffentlicht, der an und für sich den Game Freak bereits zuvor veröffentlicht hatte, 1:1 gleicht, größtenteils, sonst gäbe es dieses Video nicht. Und da es eben tatsächlich eine Kleinigkeit gibt, die sich da durchaus abändert, werde ich hier eine kurze Ausnahme machen, denn ich glaube, das wäre tatsächlich interessant, wenn wir uns das anschauen. Deswegen setze ich mal die Geschwindigkeit des Videos herab, denn wir müssen gleich ziemlich schnell sein. Der Hammer. Also gut. Jetzt kommt es nämlich gleich. Wir haben hier das gewohnte Pokémon Sonne. Übrigens, Pokémon Sonne und Pokémon Mond, das sind die japanischen Logos. Finde ich den ziemlich cooler. So, hier ist es jetzt noch nicht allzu spannend, aber jetzt. Seht ihr das links? Ich zoome mal extra nochmal ran. Das ist eine neue oder eine kleine neue Pokémon-Art, die man tatsächlich entdecken kann. Zugegebenermaßen schwierig zu sehen und ebenfalls zugegebenermaßen kann man da noch überhaupt nicht viel zu sagen. Aber in dem Moment, wo er das ausverlässt, sieht man das eben. Und an und für sich, es sieht aus wie ein kleines Bison mit Hörnern. Wäre das Standard erste Pokémon auf der Route? Wäre möglich. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, denn es würde in der Tradition natürlich stehen, dass wenn man am Anfang rumläuft, und ich nehme an, dass man am Anfang rumläuft, kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber dieses Haus sieht sehr stark nach den Häusern aus, die man in der Übersicht von der vom Ausschnitt der ersten Insel gesehen hat, die angezeigt wurde. Und ja, was könnte dieses Pokémon sein? Also wir wissen auf jeden Fall, dass es existiert, das können wir hier erkennen. Natürlich wäre es möglich, dass das Ganze ein riesiger Fake ist, was ich aber zu 99% bezweifle, denn in der deutschen Version steht und auch in der englischen steht drunter, dass Game-Footage nicht final ist. Aber ich glaube, wir können ziemlich sicher sein, dass das, was da links designt ist, da noch nicht angekündigt ist, aber durchaus schon aufgenommen werden kann. Und jetzt müssen wir eben tatsächlich sehen, wie das weitergeht. Was glaubt ihr, was könnte das für ein Pokémon sein? Mehr vom Trailer werde ich euch nicht zeigen, weil es ist nicht wirklich spannend, was da noch passiert. Es ist nämlich das absolut Gleiche. Aber trotzdem, schreibt mal eure Spekulation. Ich vermute, es könnte ein Normal-Pokémon sein. Und wenn ich mir das anschaue, vielleicht Normal-Fee. Das hatten wir noch gar nicht. Es hat nämlich auch so ein bisschen einen rosa Touch. Aber da würde mich jetzt eure Meinung interessieren.